So, da sind wir auch wieder zurück. Wir haben unseren ganzen Stein dabei. Und jetzt gucken wir mal. Wir gucken erstmal ein paar Favoriten. Was könnte denn so passen? Das ist ja unser Flur zum Beispiel. Das wäre gut für so einen Draußenweg oder so. Das kommt aber vielleicht noch. Kupferbarren. Früher brauchte man, glaube ich, kein Kupfer für. Aber gut, ist realistisch. Und ich muss auch hier immer darauf achten, ne, dass ich nicht so viel immer mache. Das passt aber nicht so zum Schlafzimmer. Ne. Vielleicht nimmt man doch Holz, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir aber so viel Stein gesammelt. Steinziegel. Nö. Hier ist auch noch viel Sandstein. Wenn wir davon noch was machen wollen, müssen wir natürlich auch wieder einiges holen. Wir wissen ja, wo es ist in der Wüste. Pflasterstein ist, sowas eignet sich alles gut für draußen. Lehm, Marmor. Marmor sieht nicht so schlecht aus. Das sieht allerdings auch nicht schlecht aus. Steinfliesen, Asphalt, nein. Sowas passt ja alles nicht so gut. Beton, Betonplatten, Stahlbeton, Putz. Ja, weiß ich nicht, ob das immer so bunt haben will. Fliesen, Marmorfliesen, Kupfer. Metallplatten. Recyceltes Metall, Ornamentfliesen. Das ist zu, weiß ich nicht. Was haben wir denn noch bei Marmor gehabt? Den mache ich mal. Der gefällt mir auch. Mach mal beide. Hier haben wir den Boden und das. Hier ist auch verschieden. Hier ist, ach, ist ja alles verschieden. Ob Boden oder. Ja, dann können wir ja doch beide machen. Dann machen wir das ja so weiter. Ist das eher ein besserer Boden oder das andere? Der Boden weiß und das andere, würde ich sagen. Weil die Wand ist ja auch weiß. Gut, das wird zwar jetzt ein kleiner. Ja, machen wir beides. Ich weiß sowieso nicht, ob das hier immer alles so toll ist. So, wenn ich Maximum mache, da brauchen wir ein bisschen mehr von, ne? Hier würde aber vielleicht einer reichen. Obwohl, das müssen wir gar nicht rausreißen, weil es wird ja die Wand. Es ist halt erstmal das erste Haus. Ist auch dafür viel zu groß, aber naja. So, ist das richtig so? Ja, eigentlich. Wobei wir sonst immer den Boden einfach gemacht haben und dann die Wand. Jetzt habe ich, glaube ich,
irgendwas am Boden gespart, aber ist auch egal. Außerdem müssen wir natürlich noch rausreißen hier. So, machen wir das mal. Sieht das hier wenigstens nicht so kahl aus. Karl Lagerfeld, aha. Oder Karl Dall. In die Wüste möchte ich trotzdem noch mal gehen. Und auch wegen Sandstein und Sand und alles. Brauchen wir doch noch ein paar. Okay. Und ich möchte natürlich auch ein Eisbiom finden. Unser Dach haben wir noch. Ach, wir haben noch einiges. Hoffe ich doch mal, dass wir noch einiges haben. Wie viel brauche ich denn? Ach, ich mach mal 40. Kann man manchmal nicht so einschätzen, wenn man. Man soll jetzt auch nicht alles zählen. Weiß nicht, ob das jetzt. Ich mach mal 22. Vielleicht stimmt das. Oder auch nicht. Hätte ich doch 64 machen sollen, ne? Egal. Das stimmt, yeah. So, sieht es ja anders aus als vorher, aber. Ja gut, ist ja klar. Diesmal habe ich es so gemacht. Aber ist ja eigentlich egal. Kommt ja eh die Wand. Nee, ist auch richtig, ne? Einen höheren brauche ich gar nicht. So. Da brauchen wir noch einige. Nein, vielleicht fast die falsche gemacht. Ich glaube, da können wir nochmal zwei gebrauchen. Zwei Stacks. So. Mensch, juckt die Nase nur. So, das ist ja 18. Das passt ja. Machen wir das wieder so. Außer das da. Und noch ein paar, wa? Hier könnte man auch wieder so einen komischen Ausgang machen. Sechs, acht Stück, glaube ich, brauche ich noch. Dann mache ich auch.
diese 6 und dann hier. Zack. So, na gut, wir brauchen noch die kleinen, brauchen wir natürlich auch noch. Aber ich glaube, ich mache erstmal eine Tür. Hier wollen wir hier auch eine Tür machen wieder. Und da wieder zwei Treppen oder so, das können wir eigentlich da auch machen. Ist das so? Das ist eigentlich, ja. Okay. Da mache ich dann wieder diese komische Tür. Was haben wir denn hier noch? Da. Treppen haben wir nicht. Wann es ja müsste die sein. Left and right. Hä? Ja, das. Ach, ja, manchmal vergesse ich das. Sorry, sorry. Das ist ja dann auch alles so. Da kommt im Flur da auch noch was hin. Dann brauche ich. Normales Holz, ich weiß es nicht. Vergesse ich auch. Und es ist natürlich auch hier. War das die Tür, die hinten, diese komische Pisstür da? War die das? Nö. Aber das ist die. Ich überhaupt, wenn ich das so mache. Okay, die geht so auf. Naja, okay. Hier ist das sowieso noch ein bisschen mal komisch. Was habe ich denn hier? Da habe ich auch die. Schlafzimmer kommt dieselbe oder was? Ja, jetzt habe ich die. Egal. Vielleicht mal so ran machen. Mach ich mal. Na, das ist ja toll. So klappt das dann natürlich nicht. Na, da kann ich mir noch eine andere Tür überlegen. Da habe ich die. Da habe ich die. Das sind diese hier. Was gibt's denn noch so?
Hat die da überhaupt eine Klinke? Hier sehe ich gar nicht. Sehr komisch. Die sieht echt merkwürdig aus. Aber vielleicht geht die ja. Problem ist nur, wenn ich das aufmache, ne? Ja, die müsste andersrum. Müsste nach innen irgendwie gehen. Das ist ja blöd. Ich mach die jetzt einfach. Es geht einigermaßen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber. Brate das ganze Holz. So müsste es. Ha, keine Ahnung. Ja, genau. Gut, okay. Kommt wieder rein. Dann kann man ja noch das Dach machen, ne? Dann müsste ich ja diese hier nehmen. Ach, vielleicht habe ich zu viel, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir ja nur noch die Möglichkeit, dass wir hier hochgehen. Das war okay. Das, was wir machen, machen wir alles ziemlich. Ja. So bei den anderen auch. Ist mir das Wort gerade entfallen. Kontinuierlich, oder keine Ahnung. Nein! Bin ich auch noch runtergefallen. Was haben wir denn hier schönes Geschenk drin? Ach, das war das, genau. Muss mal was. Twinking und. Ah. Ein hübsches Steak. So, komme ich da ran? Oh, das ist manchmal echt merkwürdig, wenn ich das so ziehe und alles. Ne? Wie gesagt, das bleibt hier oben nicht so. Da kommt natürlich noch ein Dach rauf. Später. Wie viel brauche ich denn noch? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich nehme mit meinen 40 wahrscheinlich wieder zu wenig sind. Sind dort auch nicht so lange, wie es geht. Ne? Obwohl.
Warum zieht er das immer nicht? Siehst du, dann verbaut man sich. Bin schon wieder alle? Ja, fast. Mache ich nochmal eben. Alles nach demselben Muster, wollte ich vorhin sagen. Habe ich das Wort gefunden. Jetzt habe ich aber auch zu viel gebaut, naja. Das geht ja einigermaßen. Ob ich die hier noch brauche, ich weiß es nicht. Aber diese hier brauche ich, glaube ich, nicht. Dann packe ich die hier rein. So. Dann geht es nächste Folge an der inneren Einrichtung. Bei Rising World, unser Schlafzimmer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.